Das Leben ist wie ein Marathon. Und wann machst du mal Pause? Diese Woche ist Post in meinen Briefkasten geflattert. Die ist nicht so erfreulich und du kennst sie auch. Ein Buß. Die Stadt Winterthur hat sich gemeldet. Schnell gefahren. Blitzt. Sie waren zu schnell unterwegs. 40 Stutz. Vielleicht kennst du das. Ich war schnell unterwegs. Die Polizei meldet sich freundlich und sagt, Buß zahlen, alles ist gut. Aber fahren Sie nicht schnell. Zum Schutz von Ihnen und zum Schutz von anderen. Nebst dem, dass du und ich mich über so Zeug aufregen und denken, ach, das Geld ist jetzt wieder schade, ich buche es über die Haushaltskasse von meiner Frau ab, hat es doch noch einen Gedanken, den man verfolgen könnte. Sie sind schnell unterwegs. Im Leben schnell unterwegs. Was heisst das? Ich glaube, wir sind ein bisschen an einer Steigerungslogik auf den Leim gekrochen. Steigerungslogik meint, es muss immer ein Schritt besser sein, das nächste Mal. Es muss mehr Umsatz gemacht werden. Du musst ein bisschen schneller sein. Es muss optimierter sein. Und wer leidet darunter, sind wir selber. Wir sind schnell unterwegs durch unser Leben. Und wir haben es verlernt, zum runterfahren, zum auf die Raststätte rausfahren und mal zu bleiben, mal nichts zu machen, mal die Ruhe geniessen und mal nachzudenken, hey, was halte ich mir eigentlich alles auf in diesem Leben? Hast du dir das auch schon überlegt? Stress, das machen nicht andere mit dir. Stress, das planen wir uns selber ein. Aber weißt du die Lösung für das? Und jetzt? Es gibt so eine Option, die heisst Gott. Und du kennst sie. Gott, der sagt, alle, die müde sind, alle, die sich abgekrampft haben, alle, die gestresst sind, alle, die gerade genug haben von dieser Woche, kommen zu mir. Verbringen mit mir Zeit. Ich will euch die Ruhe geben. Ja, das sagt er so. Das ist eine Option. Kommt alle zu mir, die müde sind, die gestresst sind, die die Schnauze voll haben. Kommt zu mir, ich gebe euch die Ruhe. Das ist ein Angebot. Sonntag, Schabbat, Ruhe, mal nichts machen. Wann war das letzte Mal so gewesen? Der Sonntag ist für die Kinder mutiert, um ich hole jetzt noch schnell auf, wenn ich alles nicht angebracht habe in der Woche. Noch schnell die Aufzüge machen, noch schnell lernen, noch schnell ein Projekt fertig machen. Aber mal zur Ruhe kommen. Vielmals halten wir uns selber doch nicht aus. Denn wenn wir Ruhe haben, dann können wir selber mit uns in die Quere, mit unseren Problemen, mit dem, was wir sonst davor rennen. Was machst du, wenn du mal schnell unterwegs bist? Wie gehst du mit dem Thema Ruhe um und was machst du, wenn du einfach mal nichts machst? Ich denke, über das lässt sich nachdenken.